Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Noch einmal, worüber sprechen wir jetzt? Meerschweinchen. Wer bist du? Sie haben Ihre Daten nicht hinterlassen, also nicht Sie persönlich, ich glaube, aber Walid Jakovic. Sie hat Ja? etwas im Internet gesucht und deshalb rufe ich Sie an. Ja, wir haben im Internet gesucht und eine Inder gefunden. Und jetzt die Inder bei deinem Telefon drankommen und dir sagen, Madariyakar, Bencho. Können Sie bitte normal sprechen? Ich verstehe Sie nicht so gut. Ja, du nichts verstehen, weil du bist du doof bei die Scheitel drinnen, ja? Könnten Sie bitte normal sprechen? Warte, ich das wieder da von Toilette. Hallo? Okay, hallo. Okay, hallo. Ja? Frau Jakovic, ja? Nee, nicht Frau, Herr Jakovic. Sie haben mir gesagt, Sie sind Frau. Entschuldigen, ich habe ich nie gesagt, nicht, Sie Frau oder Herr sind, aber was ist denn für einer? Ich verstehe nicht Ihre Stimme. Also, was heißt Sie, ich verstehe Sie nicht Herr Ihre Stimme. Und Sie eine Frau. Du hast den Akzent hier, ich spreche ganz klares Hochdeutsch. Du Preuße. Ja, ich bin nicht Deutscher. Ich bin nicht Deutscher. Natürlich. Wo kommst denn du her? Ich komme aus Kroatien. Und woher toll. Kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Okay. Also Sie sind Herr Jakovic, ja? Ja, klar. Sie wollten mit Krypto handeln, automatisch. Vielleicht Sie haben eine Werbung gesehen, ja? Und Sie ja. haben etwas gesucht über automatisches Handel, ja? Ich wollte mir das angucken, genau. Okay. Und sagen Sie mir bitte, warum haben Sie angemeldet? Weil ich Geld verdienen möchte. Okay. Doofe Frage. Haben Sie vielleicht ein bestimmtes finanzielles Ziel? Ein Auto möchte ich gern, ein Ford Ranger. Okay, und Blauen. Wie viel ist das? Wie viel möchten Sie verdienen? Oh, so viel wie es geht, ne? Also ich bin jetzt fleißig am Sparen, aber jeder Euro mehr ist halt ein Stück näher dran an der Obdachlosenstaffel. Okay, und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Was würdest du mir denn empfehlen, Cutie? Okay, Herr Jakovic, ich glaube, Sie verstehen nicht, wo haben Sie sich angemeldet und mit wem sprechen Sie? Na doch, beim Onlinehandel habe ich mich angemeldet. Bei Onlinehandel? Dann sagen Sie mir bitte, was haben Sie in Werbung gesehen? Meerschweinchen. Und, ist das alles? Naja, wie viel kann man denn verdienen bei dir? Erzähl mal. Okay, sagen Sie mir bitte, wie möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Wie meinst du das? Haben Sie Kreditkarte oder Bankkonto oder wie möchten Sie? Nee, ich kann das überweisen, das ist kein Problem. Und? Wie und? Mit Banküberweisung natürlich. Ja, klar. Okay. Ja, Dann gib mir die Kontonummer. Sie möchten mit Krypto handeln, oder? Ja, klar. Oder mit Aktien? Nee, ich möchte so Bitcoin okay. und Dogecoin und Catcoin und Goldcoin und sowas. So diese ganzen Münzdinger okay, möchte ich okay, haben. Okay, ich verstehe. Dann, Herr Jokovic, machen wir so. Ihre E-Mail ist auffanglager2023@gmail.com. Genau. Ja?
Okay, jetzt ich schicke Ihnen eine E-Mail, okay? Und Sie müssen mir Ihre Dokumente schicken, um Ihre Identität zu überprüfen. Wenn Sie bei uns echt handeln wollen, dann Sie sollen Ihre Identität überprüfen, das heißt Verifikation. Ich soll meine Wenn Sie Identität mit Krypto überprüfen? handeln. Ich weiß doch, wer ich bin. Ja, natürlich. Na klar. Sie sollen Ihre Identität überprüfen, wenn Sie mit Krypto handeln wollen. Es ist normale Prozedur. Normale Prozedur bei allem. Und Sie sollen mir schicken Vorderseite, Rückseite und Ihr Selfie von Ihr Gesicht. Also das ist das heißt Verifikation. Ein Sie Selfie? können Oh, auf dem, Führerschein da sind wir schon schicken angekommen. oder Reisepass. Krieg ich dann auch ein Hören Sie Pick mir von zu. Ich dir? bin noch einmal? Krieg ich dann auch ein Pick von dir? Ich mag deine Stimme. Sie sollen mir ein Foto schicken von Vorderseite, Ihr Dokument, also Schick dir gern ein Führerschein Bild von oder meiner Ausweis. Vorderseite, aber ich verspreche dir, meine Rückseite, die gefällt dir besser. Die habe ich hart trainiert beim Fahrradfahren. Und dich werde ich so richtig auf den Bock spannen. ID-Karte oder Führerschein, Du verstehen Sie? meinst die Verstehen ID-Karte Sie, Kollege? vom Parkplatz Bums Club? Ja, die habe ich auch. Da können wir dann das Schrankenhäuschen benutzen. Ihre Ausweis. Hallo, Den habe verstehen Sie ich. mich? Ist Hast du alles auch in einen Ordnung? aktuellen AIDS-Test? Herr Jokovic, Sie sind so komisch und Sie sind nicht seriös. Du bist Verstehen Sie? komisch. Es Du tut bist ein mir leid, Telefonbetrüger dass und ich sagst mir, Ihr ich bin nicht persönliches Konto seriös. betreue. Du bist gerade live bei YouTube. Ja, Sie sind nicht seriös und es tut mir leid, dass ich bin Ihr Kontobetreuer. Aber Das verstehen Sie, ich Einzige, was muss du mit betreuen Ihnen kannst, ist eine arbeiten. tote Stubenfliege, die im Mülleimer liegt. Und selbst da versagst du. Du hast Okay, keine Schule, keine ich Ausbildung, verstehe keine Sie. Ehre, keinen Anstand. Du bist ein Krimineller, bist du. Ich verstehe. Sie Gar sind nichts verstehst du. ganz nicht guter Mann, Ach nicht guter du als Mensch. Betrüger Sie bist sind nicht natürlich der seriös, Beste, ne? nicht seriös. Und ich möchte mit Ihnen nicht sprechen. Ja, du kommst in den Knast Es und in die ergibt keinen Sinn. Forensik. Bye. Jeder einzelne von euch. Ich liebe es. Ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Cannabisöl gegen Prostatitis? Ja, genau, da habe ich Probleme. So, Herr, darf ich fragen, wie alt sind Sie bitte? Ach, ich bin 37. Warum? Welche Probleme haben Sie, damit ich Sie besser beraten kann? Ah ja, tut halt alles weh Sie immer, sind ne? 37 Jahre, Ja. bitte? Tut immer weh. Also, haben Sie Probleme mit den Wasserlasen? Ja, mit Wasser lassen. Immer wenn ich den Hahn aufmache, das tut so weh. Weiß nicht, was das ist. Haben Sie Schmerzen, Brennen, wenn Sie auf die Toilette gehen? Ja, natürlich. Jeden Tag, immer. Ja, Und Sie auch? Herr, haben Sie auch Probleme mit dem Erektionen, Potenz? Ach, manchmal, wenn da so eine hässliche Mulle steht, aber ansonsten geht das. Herr, Sie sind 73 Jahre, oder? Nein, 37. 37, okay. Also, Bin noch haben nicht Sie eine OP 73. gemacht? Ist Ihre Prostata vergrößert? Die ist ziemlich klein, hat der Doktor gesagt. Also, Herr, ist Ihre Prostata vergrößert? Sind Sie operiert, oder? Ach so, ja, klar. Aber der Doktor hat gesagt, der ist ziemlich klein. Klein, in Ordnung. Ja. Okay. Ich erkläre, wie dieses Produkt Cannabisöl funktioniert. Das ist Ah. Tabletten Aha. mit Biokomponenten, mit Naturkomponenten und Aha. das garantiert keine Nebenwirkungen, keine Jojo-Effekte. Was ist ein Jojo-Effekt denn? Also die Tabletten hilft Ihnen, damit Sie mehr Potenz haben, Erektionen, Ausdauer, damit Sie nicht zu schnell kommen. Ne? Ich will erstmal keine Also diese Schmerzen mehr haben, Tabletten, verdammt. Was erzählst du mir da? nee, das hilft Ihnen, damit haben Sie keine Wasserlasen, damit Sie gehen nicht so oft an Toilette. Ach so. Verstehen Sie? Ja, Ja, das ist doch die gut, oder? Tabletten befreien schnell von Entzündung, von Schmerzen und erschwerten Wasserlasen, stellen effektiv die Prostatafunktion wieder her Aha, wie machen die und das denn? beseitigen für eine lange Zeit Störungen des Geschlechtsfunktionen und normalisieren auch die Potenz.
Meine Güte, das erinnert mich an den Buchstabierwettbewerb, den es in Amerika immer gibt. Du machst das richtig gut. Bitte. Und wie lange bitte. Dauert das, bis das dann wieder gut ist? Also nach der meine Woche, Sie bemerken das erste Ergebnis, eine Linderung der Symptome. Aber damit alles gut wird, Sie müssen das einen Monat lang nehmen, maximal 2 Monate lang, Herr Schönhaar. Die volle Programm für 2 Monate, das ist mit 4 Packungen plus 2 gratis, die 196. Und die kleinere Programm, das ist für eine halbe Monate mit 3 Packungen plus eine umsonst, die 147. So, mit welchem Programm passen Sie besser? Ja. Arsch reinstecken oder wie funktioniert eine das? Eine Therapie. Bitte? Das ist wie Zäpfchen, oder? So hinten rein mit Schmackes, ohne mit Anlauf, statt Gleitgel. Päckchen, ja. Tabletten zum Einnehmen. Das ist voll für den Arsch, oder? Also, wie lautet Ihre Adresse, wo Sie wohnen? Altschauerberg 8. Wo ist das? In Emskirchen. Okay, Emskirchen. Was steht auf dem Briefkasten, wo Sie wohnen? Runter von meinem Grundstück steht da. Steht Familienname? Ach so, ja, natürlich. Okay, also ich gebe Ihnen unsere Telefonnummer, Kundenservice-Nummer, damit Sie kostenlos kontaktieren. Schreiben Sie das bitte. Warte, muss ich einen Zettel nehmen. So, jetzt kannst du geben. Dabei. 049 322 ja 1324 ja 9020 am Schluss 90 und 20 am Schluss. Alles klar. Gut, dann probiere ich das mal, oder? Wiederholen Sie nochmal die Nummer? Ja, warte, jetzt habe ich den Zettel schon wieder weggelegt. 049 321 324 3249020, genau. Sie profitieren als Dankeschön, als herzliche Willkommen. Ein Paket mehr mit dem Produkt Cannabisöl mit 25 Euro, damit Sie maximalen Effekt erreichen, okay? Aha, was bedeutet das? Also Herr, das bedeutet, möchten Sie die kleine Programm oder die komplette Programm? Komplett. Anlauf statt Gleitgel. Also bekommen Sie die komplette Programm und ein Paket mit Promotion dabei. Das wäre also 7 Packungen für Sie. Mache ich eine kurze Zusammenfassung, damit kein Fehler machen. Ne? Also wir haben ein Produkt für Kilo zum Abnehmen, Xynogen-Tabletten. Haben Sie Interesse dafür oder nicht? Ja klar, ich wiege 220 Kilo. Ich bin ein sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch. Kann mir das helfen? Okay, ja. Ja, was kostet? Das kostet 20 Euro. 20 Aha. Euro. 20? Ja, 20 Euro. Das ist also für einen Monat lang. Okay, und wie viel nehme ich dann ab in diesem Monat? Also, Sie nehmen eine Tablette am Tag und Sie werden 15 Kilo abnehmen. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Also, mit dem Herr Harald Schönhaar habe ich gesprochen. Ihre Bestellung kommt in 2 bis 4 Tage per DHL. So, Ihre Adresse lautet die Postleitzahl 91448 Land Deutschland, Stadt Emskirchen und die Straße Altschauerberg, Hausnummer 8. Auf dem Briefkasten steckt Familienname Hans Scherbert an den Klingeln auch. Also bezahlen Sie das per Nachname, wann die Ware kommt, die komplette Programm und ein Paket mit Promotion dabei und ein Paket mit dem Xynogen für Kilo zum Abnehmen. Bekommen Sie 7 Packungen Cannabisöl und eine für Kilo zum Abnehmen, am Ende Preis 241 Euro, keine Gebühren. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe kein Wort verstanden, aber ja, kann man das Cannabisöl auch rauchen? Das ist auch Bitte für schön. Smoking? Bitte? Ja, können Sie natürlich rauchen, es gibt keine Kontraindikationen. Also sind Sie damit einverstanden, Herr, mit der Bestellung? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Okay, einen schönen Abend und wiederhören. Tschüss. Bis dann, ciao. Was für ein Gesindel, ein Dummes, die rufen mich immer wieder an.
Klaue, mein Name vom Gewinnspielservice. Mit wem spreche ich jetzt bitte? Hier ist Dimitri. Wie geht's? Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie eine Glücksnummer bekommen? Nee, ich habe hier bei meines Großmutter bei Fernsehheft steht rot oder blau, kann man sich aussuchen. Da dürfen Sie sich ein Geschenk aussuchen, rot oder blau, ne? Das sieht so aus, ja. Dann sagen Sie mir noch mal Ihren Nachnamen, bitte. Schukow. Z-U-K-O-V. K-O-V, wie Viktor am Ende, ne? Ja, genau. Dann sagen Sie mir mal, für welches Paket Sie sich entschieden haben. Jetzt wird's spannend. Rot. Rotes Paket hätten Sie gerne, Herr Zukauf. Na, Trommelwirbel, komm, los, mach Trommelwirbel. Sie haben jetzt hier einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro gewonnen von Trendtours Touristik. Oh, cool. Im Wert von 300 Euro für ausgewählte Städtereisen. Das ist doch gut, ja, oder? Ja, das ist so klasse. Vielen Dank. Da wird sich meine Großmutter freuen. Das finde ich auch. Das ist ein schönes Geschenk. Haben Sie mich auf Lautsprecher? Ich kann mich im Hintergrund immer selber hören. Nein, ich habe hier keinen Lautsprecher an. Das würde ja nicht gehen im Büro. Ja, ich weiß ja nicht, wie das organisiert ist bei Ihnen. Naja, ein ganz normales Telefon, das kennen Sie ja, ne? Ja, klar. Aber meistens ist es ja bei einer Firma so mit Computer und so Technikanlage und so. Warten Sie bitte mal, ich muss hier bloß was eintragen. Aha. So. Da. Herr Zukauf, jetzt bin ich für Sie wieder Test, da. Denn Test, Sie sagten Reisegutschein 300 Euro von Trendtours Touristik. Sie suchen sich alleine eine schöne Städtereise aus. Bus- und Städtereisen. Was ist der Unterschied zwischen Busreise und Städtereise? Ganz einfach, es gibt eine Städtereise, die können Sie auch mit der Straßenbahn machen. Hier werden Sie denn mit dem Bus abgeholt von Ihrer Hausadresse, da bekommen Sie Bescheid, Sie kriegen erstmal einen Katalog. Dann suchen Sie sich eine schöne Reise aus, eine Bus- und Städtereise, so heißt Städtereise im Bus. Und dann bekommen Sie drei Personen dürfen reisen, jede Person bekommt 100 Euro Rabatt. Ist doch geil. Und dann wird man zu Hause abgeholt, die Devoskas, ja? Das teilt Ihnen der Reiseveranstalter damit, von welcher Bushaltestelle, welche Uhrzeit. Ne? Also Sie müssen sich ja erstmal eine Reise aus. Das klingt nach richtig geil Kaffeefahrt. Herr Zukauf, nein, das ist keine Kaffeefahrt. Sie kriegen die Unterlagen in circa 4 Wochen. Aha. Nennen Sie mir bitte Ihren Vornamen. Ja, Dimitri. Die Postleitzahl. 76532. Die Straße. Türkengasse. Hausnummer? 117. Sagen Sie die Postleitzahl bitte nochmal. 76534. 76534, und dann habe ich mich verhört, sorry. So. 76534 war das, ne? Korrekt. Jetzt habe ich Sie in Baden-Baden. Das ist richtig. Verraten Sie mir noch Ihr Geburtsdatum? Ja klar, 16. April 86. So, Herr Zukauf, wie gesagt, Sie suchen sich was Schönes aus. In den Unterlagen steht alles drin. Nennen Sie mir bitte noch Ihre Telefonnummer für den Reiseveranstalter. Ach, wozu braucht er denn, wenn er mir einen Katalog schickt? Ja, wenn Sie eine Reise buchen, müssen Sie auch die Telefonnummer angeben. Die wird jetzt hier nicht übertragen. Was meinen Sie? Dass Sie das nicht weitergeben an die, oder? Ihre Telefonnummer sehe ich hier am Computer nicht. Sie haben anscheinend eine Rufnummernunterdrückung. Ne? Ach, keine Ahnung, was meine Großmutter hier mit ihrem Telefon macht. Warte mal eben. Babuschka! 07-221? Ja. 99-1376. So. Steht dann alles in den Reiseunterlagen drin. Aha. Und die bekommen Sie in circa 4 Wochen. Ja, das ist doch klasse. Spaß damit. Vielen Ihre, Dank. Ihre Großmutter fährt oder Sie fahren mit, wie wollen Sie das machen? Ich muss arbeiten, das soll sie machen, hat sie ein bisschen was zu freuen. Genau, da kann sie sich was aussuchen. Herr Zukauf, ich spreche Sie jetzt an, nicht Ihre Großmutter. Das weiß ich ja. Weil ich habe eine Überraschung für Sie. Oh. Sie sind zu mir in die Bonusrunde gelandet. Ich darf Sie zur Sonderaktion Profit und Rente einladen. Jetzt können Sie richtig viel Geld sparen. Nebenher haben Sie die Chance auf eine Rentenmillion. Das ist doch mal super, oder? Hört sich erstmal super an. Kommt jetzt der Haken?
Ich sage immer alle Vorteile, es ist kein Haken, im Gegenteil, sie sparen, denn Startschuss ist der 15. Dezember, nur 100 Anrufer dürfen mitmachen. Sie und 99 weitere Teilnehmer sind in dieser kleinen Gemeinschaft. Aha. Denn Sie wissen ja, je weniger Mitspieler, desto höher ist Ihre persönliche Gewinnchance, ne? Du, keine Ahnung, kommt auf das Spiel an. Also wenn wir Verstecken spielen, ist es schlecht. Es liegt ja, das ist ja kein Versteckspiel, das ist ein Gewinnspiel, wo man Geld gewinnen kann und das ist klar, desto weniger Mitspieler, desto höher die Chance. Jeden Tag ist eine Ziehung und Sie sind täglich mit 100 Tipps dabei. Zusätzlich gehen immer samstags Ihre 7 persönlichen Glücksfallen mit an den Start. Im Gewinnfall erwartet Sie einen Sofortgewinn von 40.000 Euro. Sowie darüber hinaus eine monatliche Rente in Höhe von 4.000 Euro, Herr Zuckers. Und die Rente zahlen wir 20 Jahre. 20 Jahre? Ja klar, ich höre gespannt zu. Ich habe mich eben erschrocken, ich habe gedacht, Sie sind weg. Ja, vor Freude umgefallen. Mit Ihrem persönlichen Tipp haben Sie aber auch die Chance auf Kleingewinne. Alle diese Chancen garantiert die exklusive Vorteilskarte Profit und Rente, die ich heute auf Ihren Namen ausstellen darf. Freuen Sie sich bei Ihrem Online-Einkauf auf bis zu 35% Ersparnisse, aber auch bei Ihren Einkäufen vor Ort. Was heißt denn Online-Einkauf? Wo kann man das benutzen? Im Internet. Ja, das habe ich mir gedacht. Online ist Internet, aber wo? Darum wundere ich mich, dass Sie fragen. Steht in den Unterlagen drin. Da steht eine Internetadresse drin. Und über diese Internetadresse können Sie denn einkaufen, ne? Über eine einzige? Eine Internetadresse. Da sind die Listen der Partner eingetragen. Das sehen Sie denn und darüber einkaufen, ne? Oh, das muss ich aber vorher ja wissen. Das kann ja sonst gar nicht die Wertigkeit von Ihrem Angebot einschätzen. Dann lese ich Ihnen mal die Geschäfte vor. Sekunde, ich habe das auch alles hier. Klasse, gut vorbereitet. Kompliment. Na, natürlich, das war ja mein Beruf. Adidas, Rewe, Bogner, Camp David, Bettenlager, Hellweg Baumärkte, Lidl, das sind ja eigentlich alles bekannte Unternehmen. Ja. Ja. Supermärkte Netto, Norma, für den täglichen Bedarf sozusagen. Oh, das ist ja aber klasse. Wie gesagt, aber das sind ja jetzt keine, Lidl ist ja kein Internet. Das ist ja Supermarkt. Das ist für die Offline, das habe ich jetzt auch gleich mit, weil Sie draußen auch 5% bekommen, ne? Steht alles in den Unterlagen. Oh, das ist ja klasse. Und im Internet gibt es 35 oder wie war das? Bis 35. Wer gibt denn 35%? Wer ist da so gnädig? Die Unternehmen. Ja, aber welches? Das habe ich jetzt nicht vor mir, da müsste ich mich kundig machen, würde ich Sie nochmal anrufen. Telefonnummer geben Sie mir ja leider nicht. Habe ich Ihnen doch gegeben. Entschuldigung, das ist da müsste ich Sie nochmal anrufen. Ach, ist jetzt auch nicht im Detail so wichtig, aber ist hier, wie heißt das, Amazon dabei? Von A bis Z ist meine Information. Ich denke, Amazon ist dabei. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Von A bis Z. Das ist doch geil. Ja, Apotheken, Tierhandlung, Zoohandlungen, so etwas. Fressnapf? Alles. Ich denke ja. Fressnapf, so etwas. Das ist doch geil. Da freut sich die Krabbe drüber. Ganz genau. Wir haben so eine riesen orange-rote Landkrabbe. Warten Sie bitte mal. Also hier bekommen Sie denn alles schriftlich nach Hause. Hier ist ein kleiner Einsatz dabei. Das ist ja sowieso ein wichtiger Punkt, ne? Mit gerade mal einem Euro. Was ist ein Einsatz bei Ihnen? Soll ich nachher nochmal anrufen? Der Betrag von 1,66 Euro am Tag ist der Preis für diese 3 Monate, für dieses Gewinnspiel. Im Monat ist das ein Betrag von 49,90 Euro, Herr Zuckers. Wie gesagt, für 3 Monate. Machen Sie bitte mit, machen Sie mal mit, lassen Sie sich hier positiv überraschen. Sie bekommen alles schriftlich bestätigt. Wollen Sie da mal mitmachen? Dann nennen Sie mir mal 7 schöne Zahlen zwischen 1 und 49. Nochmal, das war jetzt zu viel Input auf einmal. Was soll ich jetzt machen? 7 Zahlen nennen zwischen 1 und 49 und Sie sind dann mal bei Profit und Rente mit dabei. Startschuss ist der 15. Dezember. Zunächst 3 Monate. 15. Ne? Ja, klar, hallo. Klar. Ja, da kam gerade so ein türkisches Callcenter, hat mich gerade angerufen. Die musste ich schnell weg. Ja, ich merke schon, ich weiß schon, was hier, in welche Richtung das Gespräch geht, Herr Zucker. Merken Sie, es ist schlimm mit denen, ne? Die rufen den ganzen Tag an. Da ist dann einer dran, der sagt, mein Name ist Peter Müller, ich möchte Ihnen Stromvertrage helfen. Ja, und dann kostet dann hinterher das Doppelte.
Ja, naja, heutzutage, jeder versucht was zu machen. Wir sind hier Partner vom Bauer Verlag. Sie können mir glauben, wir sind ein seriöses Unternehmen. Ah, Axel Springer, Bodda Bauer, ne? Das sind doch alle zusammen im Häuschen, ne? Axel Springer, das ist eine eigene Regie. Ach so, weil der Türke mir was anderes erzählt. Das ist möglich. Ich bin ja nicht da, ich hab ja da nichts mit zu tun. Nee, da ist nur die Frage, hat er mich angelogen? Das ist nicht wollen nett. Sie mitmachen hier mal bei Profit und Rente? Sonst ja, ich fand das aber traurig, dass Sie mich vorhin auch angelogen haben. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Wieso habe ich Sie angelogen? Na, Sie haben ja zu mir gesagt, da dürfen nur die ersten 100 Leute mitmachen, die anrufen. Genau, insgesamt dürfen nur 100 Teilnehmer mitmachen. Ja, das stimmt ja aber gar nicht. Das kann ja nicht alles drinstehen. Sie sind zu mir in die Leitung gekommen, Herr Zuckoff. Möchten Sie mitmachen? Ich habe jetzt ungefähr schon, keine Ahnung, 500 oder 600 Mal bei euch angerufen, weil ihr meiner Oma diese Karte angedreht habt und ihr erzählt mir jedes Mal den gleichen Text. Dann dürftet ihr ja gar keine Mitspieler haben, wenn es da nur 100 Leute gibt und ich habe mich schon 500 Mal angemeldet bei euch. Herr Zuckoff, ich sehe schon, wie gesagt, das Gespräch geht in die falsche Richtung. Ja, das letzte Mal, halt die Schnauze, verdammt. Das letzte Mal hast du zu meinem Kollegen gesagt, geh zurück in dein Land. Ich liebe die Gewinnspieler, die werden immer so richtig garstig, die Alten. Herr Mutzek, richtig? Aha, wer ist da? Anne Riemann ist mein Name. Riemann? Anne Riemann bin ich, ja genau. Dann müssen wir nachher unbedingt die Rehwitze vorlesen. Ja, Entschuldigung. Okay. Also mein Name ist Anne Riemann und ich melde mich von Autotrader, von automatischen Handelssystem. Sie haben bei uns ein Konto aktiviert. Das ist ja... Aktiviert, Ja, was wollten Sie sagen? Nein, also ich bin Kontomanagerin. Das ist ja eine sehr respektable Position im Unternehmen, oder? Nicht Herr Mutzek. Ja, das ist so. Sagen Sie mir, möchten Sie Konto aktivieren oder möchten Sie nicht? Ja, das klingt ziemlich revolutionär. Ich würde das gerne ausprobieren. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die viel Geld verdienen im Internet. Herr Mutzek, dann eine Frage. Mit welcher Summe möchten Sie bitte einsteigen? Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Da kommt es darauf an, wie viel Reinvestment ich bekommen würde. Herr Mutzek, 250 Euro ist minimales Staatskapital. Was Sie monatlich mit diesem Geld erwirtschaften können, das ist zwischen 500 und 700 Euro. Mit 250 Euro? Richtig. Da habe ich ja so viel Geld, dass ich mir meine eigene Republik ausrufen kann. Das ist ja genial. Kann man auch mehr machen als 250? Eine kleine Sekunde, bitte. Moment, warten Sie bitte ganz kurz. Worauf denn? Schreibst du jetzt die Rehwitze mit? Da habe ich Copyright drauf. Herr Mutzek, ich habe, ich fühle, es ist nicht so seriös und ernsthaft für Sie. So ist es, ja. Also ich will Geld verdienen. Nein, ich denke, Sie sind nicht seriös eigentlich. Das musst du gerade sagen. Du rufst morgens um 8:30 irgendwo aus Litauen an und willst mir das Geld wegnehmen, aber ich bin nicht seriös. Idin nachu, Devoschka. Herr Mutzek, möchten Sie Konto aktivieren? Ja klar, habe ich doch schon gesagt. Dann eine Sekunde. Ihre E-Mail-Adresse ist taube88@aol.com. Warum so Taube, sagen Sie mir bitte, aber Sie sind doch nicht Taube, oder? Ich bin keine Taube, ich bin Kasach, ich folge dem Falken, aber Falke 88 war schon vergeben. Wenn ich jetzt Ihnen eine E-Mail sende, können Sie das mal checken? Na klar. Kleine Sekunde dann. Aber ich bitte mir ein bisschen mehr Respekt, ja? Ja, okay, Entschuldigung, aber eine kleine Sekunde. Von Anna Riemann bekommen Sie jetzt eine E-Mail. Warten Sie bitte ganz kurz. Ich bereite jetzt einen Brief für Sie. Aber wer, das funktioniert nicht gut, dann reklamiere ich das. Und hole mein Geld wieder retour. Ich zeige Ihnen alles. Möchten Sie
anfangen, bitteschön. Möchten Sie nicht, wir werden einfach Konto löschen. Ich möchte ja Geld verdienen, wie oft noch? Okay, kleine Sekunde bitte. Dann erstmal müssen Sie eine Mail von mir bekommen, damit Sie auf der Plattform einloggen können. Ja, dann schicken wir die E-Mail doch einfach. Wo ist das kleine Problem? Kleine Sekunde. Ja, okay. Herr Mutzek ist Ihr Name. Mutzek einfach. Ja. Mit C. Moment. Jetzt habe ich Ihnen eine Mail gesendet. Stellen Sie mich bitte auf Lautsprecher. Überprüfen Sie Ihre Posteingang. Nee, ich habe Headset. Ich habe gute Headset von Sennheiser. Vielleicht wird das irgendwann mal was mit der Partnerschaft. Sagen Sie mir bitte E-Mail, was ich Ihnen eben gesendet habe. Können Sie bitte mal checken und bestätigen, einfach ist angekommen oder nicht? Anna Rehmann, ja, mit einer ID. Okay, dann jetzt machen wir Folgendes. Sie möchten erst diese Plattform checken. Dort sehen Sie die Nummer und ich erkläre Ihnen, was das ist. Aber erst loggen wir auf der Plattform ein. Dort sehen Sie, ja, so öffnen Sie unsere Webseite und dann kommt ein Link. https://xelit.https, was? Ja, genau, ein Link meine ich. Ja, ich weiß, was ein Link bedeutet. Ich bin 30 Jahre alt, ja? Okay, dann einfach auf diesen Link, aber die erste Link und nicht die, also was runtersteht, ja? Einfach nur die erste Link. Sag mir mal, was. Ich muss auch zwischendurch meinen Text einbauen. Was machen Rehe, wenn es einen Unfall gibt? Unfall gibt's nicht, weil wenn Sie so denken, es gibt's Unfall, dann lohnt sich nicht, das einfach zu riskieren, aber nee, ich kann Ihnen garantiert. Die Rehe bilden dann, oh, du lässt mich gar nicht meine Witze erzählen, die Rehe bilden dann eine Rettungsgasse. Hast du schlechte Laune oder was? Meine Güte, wir können doch ein bisschen Spaß haben oder nicht? Entschuldigung, aber ich habe so viele Kunden, jeder wartet auf meinen Anruf. Ja. Ach, sind die alle, die stehen Schlange, um abgezockt zu werden, ist das geil. Ich kann nicht Zeit einfach umsonst verlieren, ja. Ich bezahle ja mit meiner edlen Anwesenheit für deine Zeit, weil das ist ja eine Ehre. Sagen Sie mir, möchten Sie Konto aktivieren, dann loggen Sie bitte ein und wir werden zusammen Konto aktivieren. Ja, also komm, wir können aktivieren. Tut mir leid. Wo bist du weggelaufen, sag mal? Sag mir mal, wo du weggelaufen bist. Oh meine Güte, möchten Sie Konto aktivieren, loggen Sie bitte ein. Ich habe eingeloggt, Vajumat. Belehrt. Mit welchem Passwort haben Sie eingeloggt dann? Sagen Sie mir. Rainer Winklerson 204. Altschauerberg 891448 Emskirchen. Das ist mein persönliches Passwort. Jetzt, was Sie mir sagen, das brauche ich nicht. Sie brauchen auf diesen Link zu klicken. Das ist mein PayPal-Passwort. PayPal brauchen wir erst nicht. Wir loggen jetzt auf diesem Link, was im Brief steht, damit Sie Ihr Handelskonto nachschauen können. Ach, Sie haben einen Brief geschickt? Dann muss ich zu Briefkasten gucken, ja? Weißt du was, Herr Mutzek? Ich bin nicht dein, du scheiß Betrüger, du Dreckiger. Idi Nahui. Und weg ist sie. Hallo, guten Tag, grüß dich, Herr Eichmann hier, grüß dich. Ja, grüß dich, was gibt's denn? Wie geht es Ihnen, alles gut soweit? Ja, wer will das denn wissen? Ich bin der Kontomanager, es geht um Trading Online. Ach so, ja. Ja, deswegen habe ich Sie angerufen, weil Sie haben ein Konto bei uns, ja? Ein Konto? Sind Sie von der, ja, von der Postbank? Ja, das ist gut. Okay. Ja. Und ich muss Ihnen nochmal informieren, weil wir haben eine Möglichkeit, wo man kann mit einem Mikrokonto von uns Trading machen, ja? Mit einem Mikrokonto, ich bin aber gar nicht zwergwüchsig, ne? Nicht, dass mir hier Erschleichen von Leistungen dann vorgeworfen wird, ne? Mhm. Das ist aber nicht schlimm, oder?
Kein Problem. Gut. Gutmann. So. Gutmann? Ist das Ihr Name? Ja, ja. Was ist denn los? Hallo? So, es geht um das Konto, Herr. Trading Online. Sind Sie interessiert danach? Für mehr Trading, mehr Profite, mehr Geld haben? Ja, ich will ja Geld verdienen, ne? Das muss ja gemacht werden. Jawohl. So. Wir haben eine Möglichkeit, damit wir das gemeinsam anschauen. Benutzen Sie ein PC dabei oder Laptop, damit Sie alles selbst sehen? Ja. Okay. Jetzt, wo sind Sie gerade, bitte? Im Ohrensessel. Bitte? Im Ohrensessel. Soll ich das buchstabieren oder klappt das? Nee, nicht buchstabieren. Nicht buchstabieren, kein Problem. So. Das ist eure größte Angst, ne? So Weltuntergang, Partner verlieren, dann kommt gleich buchstabieren dahinter, ne? Nee, ist kein Problem. Ist kein Problem. Lass es, keine Sorge. Ich weiß, dass das Traumata auslösen oder reinduzieren kann bei euch, weil das klappt ja nicht. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, ne? Geld verdienen, Bitcoin. Ja. Haben Sie schon früher Erfahrung gehabt, ja? Ja. Nein, noch gar nicht. Ich möchte das ausprobieren. Noch gar nichts. Und was wissen Sie? Wie verstehen Sie Börse, wie das funktioniert ist? Naja, einkaufen und verkaufen, Fragezeichen, 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 Profit. Ja, aber wie kaufen Sie das? Mit welchem Beispiel Volumen oder mit welchen Positionen? Oder? Na, ich würde ja mal sagen, das mit Schneidenrändern hochladen, ist ja die halbe Miete schon mal getan. Ne? Weil wenn die Rändermühle läuft, dann ist halt auch der Buttergolem zufrieden. Schauen Sie mal. Wohin denn? Sind Sie noch aktiv bei der Börse oder haben Sie das schon früher gehabt? Nee, ich habe das noch überhaupt nie gemacht. Sie hören mir ja gar nicht zu, wenn ich was sage. Wo wissen Sie das? Haben Sie schon gesehen, oder? Was denn? Was stehen Sie mit Börse sicher, Herr? Mit einem richtigen Portfolio? Mit was? Können Sie mal die Socke aus der Nase nehmen, dann versteht man Sie besser. Okay, ich buchstabiere, weil vielleicht... Oh, jetzt wird es interessant. Das ist mal mein Lieblingsteil. Ja, in Ordnung, Sie können buchstabieren? Ja, jetzt kein Problem. Ja, doch? Jetzt ist auch... Erste des Monats, ja? Nee, heute ist der 11.4. Heute ist nicht der erste des Monats. Herr, aus welchem Universum rufen Sie denn an? Ich weiß. Ist erste Monat, Herr. Ist erste Woche. So. Was reden Sie denn für Sachen, sagen Sie mal? Warum reden Sie wie ein Hurensohn? Was bist du? Warum bist du einer? Warum reden Sie so? Weil ich bin hier mit Ihnen nicht rumspielen. Du willst an dir rumspielen? Da hast du aber bei der falschen Nummer angerufen. Ich glaube, haben Sie vielleicht eine schlechte Erfahrung gehabt und jetzt meinen Sie, alle Leute sind die gleiche? Und ich verstehe einfach nicht, was Sie mir sagen. Wir haben den 11. April und Sie sagen mir, heute ist der erste Tag und die erste Woche. Das ist doch Quatsch. Langsam, nicht wie ein Dumm. Reden Sie normal. Wie ein Dumm? Ich habe gesagt, im Konzept, ja. Ja, das wird dir zu Hause beigebracht, ne, wie man das macht. Bitte? Zweimal vom Wickeltisch schmeißen, mit dem Bügeleisen drüber, nochmal ein bisschen Staubsauger, Hiroshima, das Blut Hiroshima. Und dann deine Firma? Hiroshima, ja. Hiroshima? Mhm. Was ist denn mit Hiroshima? Hiroshima ist eine sexy Lady. Hiroshima ist eine Stadt in Japan, aber woher soll man auch erwarten, dass du sowas weißt, ne? Ja. Ja. Wo ist denn dein IQ? Ist der im zweistelligen Bereich oder ist das bei 9,5 stehen geblieben? Sag mal. Ah, du Scheißdreck. Ja, das siehst du im Spiegel, du wenn du da reinguckst. Okay. Wo hast du denn dein Headset gekauft? Ist das vom Euroshop oder von Teddy? Ich wollte auch Ihnen kaufen, ja, auf Ihrem Kopf etwas sehen, was ich drin habe. Oh, du, das verstehst du gar nicht. Da würdest du total überfordert mich gleich wieder zurückgeben. Ich verstehe, ja, du bist sehr, sehr, sehr intelligent, ja? Ja, also im Vergleich zu dir ist das ja auch eine Kellerassel, ne? Also ohne jetzt die Kellerasseln beleidigen zu wollen. Wie lange musst du denn heute noch arbeiten? Okay. Kein Problem.
Ja, das sagst du schon die ganze gesund. Zeit, aber dein ganzes gesund. Leben bleib besteht gesund. Aus Problemen. Hallo, langsam. Hey, ich ja, wollte. Verstehst du das nicht, ich weiß. Verbiss dich, okay. Ja, du hast mich angerufen. Verbiss dich. Ja, ja, geh dir mal richtige Arbeit Problem. Suchen, du Bettler. Herr Winkler! Der ruft mich immer wieder an, der Kerl. Man merkt aber auch immer erst so nach ein paar Minuten, mit wem er da redet. Ist sich dann aber auch immer noch nicht ganz sicher, sagt er. Irgendwelche Schimpftiraden und dann versucht er weiter zu verkaufen. Also ich meine, wie kann man so dumm sein? Die Antwort ist in diesem Fall ja. Gandhi. Mahatma Gandhi? Ja, Mahatma Gandhi. Das ist gut. Oh, bei mir kommt ein Anruf, ich hol den rein. 1, 2, 3. Ja. Hallo? Oh. Hallo? Hallo, wer ist da? Guten Tag, mein Name ist Thema und ich kontaktiere Sie von Shop Online, weil mit dem Namen Edward Zigger ist bei uns eine Anfrage gestellt für den Cannabisöl gegen Prostatitis. Ja, genau, ja? Das wollte ich gerne haben. Okay, freut mich, da mit Ihnen zu reden, Herr Zigger. Und ja. Damit ich Ihnen besser beraten kann, erlauben Sie mir bitte ein paar Fragen zu stellen. Ja. Wie alt sind Sie bitte erstmal? Ich bin 84. 84? Ja. Okay, und den Produkt möchten Sie für sich selber haben, ja? Ja, natürlich. Mir geht's nicht mehr so gut. Okay. Okay, also Herr Zigger, brauchen Sie es... haben Sie Probleme mit dem Prostata oder Erektionsstörungen? Ja, also dadurch, dass die Prostata nicht mehr so will, ne, ist der Willi auch nicht mehr der Flotteste. Und das würde ich gerne irgendwie, sag ich mal, behandeln lassen. Opa! Okay, also Probleme Opa. Mit dem Prostata und Erektion? Ja, ja, der steht nicht mehr, ne? Das ist ziemlich scheiße. Okay. Opa! Was okay. denn los, mein Junge? Warte mal, mein Enkelsohn ruft. Einen Moment bitte. Ich habe dir die Hose gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe dir die Hose gemacht. Schon wieder in die Hose? Ja, dann geh mal ins Badezimmer und setz dich in die Badewanne. Ich muss eben noch die Medikamente bestellen. Und dann wirst du abgespritzt. Ich hole dann den Gartenschlauch. Aber mein Popo brennt so sehr. Ja, dann geh dich schon mal ausziehen. Ich hol gleich den Gartenschlauch. Erst spritzen werde ich da sauber und dann kriegst du damit den Hintern voll, weil das immer noch nicht klappt. Aber das tut doch bitte weh. Das ist mir ja egal. So, junge Frau, Entschuldigung, ich musste da eben was klären. Ja, ich gehe schon mal durch. Ja, was haben Sie denn? Wie können Sie mir denn weiterhelfen? Ja, ich mache eine Beratungskurs. Herr Zigger, haben Sie jetzt Zeit oder soll ich einen anderen Moment anrufen? Nee, das passt so. Nee, wir können das jetzt durchplanen. Okay, also Sie haben gesagt, Sie haben Prostata-Probleme und Erektionsstörungen. Wie lange schon ungefähr? Der ist ungefähr 18 Zentimeter. Ich meinte, wie lange haben Sie denn Probleme schon, Herr Zigger? Also der Arzt hat gesagt, wenn ich den verlängern lasse, dann kippe ich nach vorne. Also da muss man schon aufpassen. Okay, wie lange haben Sie dieses Problem schon? Wie lange schon? 3, 4 Jahre? 3, 4 Jahre, okay. Ja. Und bis jetzt haben Sie etwas gemacht für die Probleme schon? Etwas anders genommen? Ja, alles, aber es hat ja nicht funktioniert, ne? Gar nicht funktioniert. Nee. Okay, in Ordnung. Also erstmal danke für Ihre ehrlichen Worte. Und wie Sie auch gelesen haben, den Cannabisöl gegen Prostatitis ist zu 100% pflanzlich. Ja, wirklich? Im Bestand gibt es nur... Bitte? Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Also, den Cannabisöl gegen Prostatitis, Herr Zigger. Ja. Hat gar keine Nebenwirkungen, das hilft nur weiter. Das hilft alles nur weiter? Klar? Ja, das hilft nur. Es schadet nicht, hat keine Nebeneffekte, meinte ich. Es ist sehr vertrauenserweckend, wenn Sie das so im Speziellen nochmal betonen, dass das nicht schädlich ist. Da macht man sich eher Sorgen, als dass einem das beruhigt. Ne?
Also ich sage das sowieso, damit man versteht, dass mit dem Cannabis-Öl gegen Prostatitis, man wird eine Lösung finden. Es hat gar keine Nebenwirkungen, habe ich gesagt. Hat keine Wirkung? Aber warum soll ich das dann kaufen? Herr Zieger, keine Nebenwirkungen. Ja, das ist gut. Ja, genau. Also, ganz kurz sage ich Ihnen, wie das funktioniert. Ja. Also, die Molekularformel von Cannabisöl ist eine Entdeckung der letzten Jahre. Die Einzigartigkeit des Komplexes besteht darin, dass seine Komponenten das infektiöse Agens im Prostata beseitigen und die Immunität der Vorstehersdrüse stärken. Ja, was? Also, es verfügt... Bitte? Meerschweinchen? Herr Zieger, hören Sie mich bitte. Ja, Sie lesen da nur vom Zettel vor. Ich habe es nicht verstanden, was Sie da für Molekularsäuren haben. Was können Sie bitte frei sprechen, bitte? Ohne vorzulesen? Natürlich. Herr Zieger, Entschuldigung. Möchten Sie den Cannabisöl haben oder machen Sie jetzt Spaß? Weil ich möchte das haben, nicht. Aber ich möchte auch verstehen, was Sie sagen. Sie sprechen sehr undeutlich. Also, verstehen Sie mich nicht. Alles klar. Ich versuche das einfacher dann zu sagen, okay? Ja, möglichst für ganz Doofe, weil ich habe halt keine Ahnung davon, ne? Okay, also Cannabisöl, dieses Komplex gegen Prostatitis, arbeitet, sind die sind Kapseln, okay? In Kapseln mit dem Öl drin. Einfach. Ja, die sind Kapseln mit Öl drin, damit Sie das einfacher nehmen können. Diese Kapseln arbeiten gleich in vier Richtungen. Die befreien schnell von Entzündung, von Schmerzen und erschwertem Wasserlassen. Die stellen effektiv die Prostatafunktion wieder her, beugen die Entwicklung der tumorförmigen Zellpathologien der Prostata und der Harnwege vor und beseitigen für eine lange Zeit Störungen der Geschlechtsfunktionen und normalisieren die Potenz, Herr Zieger. Das haben Sie sehr schön vorgelesen. Bitte? Ich sagte, das haben Sie sehr schön vorgelesen. Punkt. Wunderbar. Haben Sie schon verstanden? Wunderbar. Ja, ich bin ja gut, nicht doof. Gut, also. Ne? Ich habe das nicht gesagt, Herr Zieger, Entschuldigung. Ich habe das gesagt. Es war mir wichtig, das noch also mal festzuhalten. Also ich habe das auch. Ich komme mir oft, wenn da keiner versteht, was man sagt, dann kommt man sich schon doof vor. Meistens liegt es ja nicht am Empfänger, sondern am Sender, ne? Nein, ich habe das nicht gemeint. Herr Zieger, ich meinte, ob Sie das verstanden haben, ob ich das richtig gesagt habe. Weil ja, Sie ich haben weiß gesagt, nicht, ob Sie das Sie richtig verstehen mich gesagt nicht haben. Richtig. Sie sind der Doktor, ich weiß das nicht. Wo haben Sie denn studiert? In Weggestagen, raus ist sie. Verdammtes Dreckspack. Guten Tag, Martha Sturm in der DVBZ. Familie Sackmann wollte sprechen. Am Telefon, was gibt's denn? Ich habe angerufen, Ihren aktiven Stromvertrag. Die Preise, die haben Sie wieder verändert, die müssen nochmal neu optimiert werden. Sie sind noch bei Ihrem Grundversorger, aber was zahlen Sie denn aktuell monatlich? Was für einen Abschlag? Boah, was waren das? 110 Euro, glaube ich? Nur Strom 110 Euro schon? Ja, klar. Mit das oder was für ein... Alte Bude hier. Mit wie vielen Personen wohnen Sie denn zusammen? Oder wissen Sie ungefähr, was Sie verbrauchen? Oh, wir sind drei Kollegas, aber weiß ich nicht, wie viel das ist. Ah, okay, Sie wohnen zu dritt, haben Sie einen Verbrauch von 3.500 bis 4.000 ungefähr. Okay. Sie sind bei der Stadtwerke Baden-Baden, ja? Genau, genau. Ah, okay, die alte Landstraße 111 in Baden-Baden, die ist auch aktuell? Ja, da bin ich gezeugt, geboren, aufgewachsen und wohne da immer noch. Okay. Super. So, auf jeden Fall, wenn ich mir das aber so anschaue, landen Sie ab dem 1.1. Getöre, haben Sie auch wahrscheinlich mitbekommen. Warte mal, bitte nicht so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Okay, ich mach's nochmal. Ich bin gerade erst aufgestanden, sorry, bin noch nicht wach. Also, guten Morgen, nee, kein Problem. Guten Morgen.
So, also wenn ich ab dem 1.1. werden ja die Strompreise teurer. Wir haben so höchstwahrscheinlich mitbekommen. Schon wieder? Da wird, genau, leider, schon wieder. Und da werden ja, dann würden sie ja für fast 4.000 kWh keine 110 Euro mehr zahlen, nein, sondern das wären schon 146 Euro, was sie nur Strom zahlen. So viel mehr schon wieder? Verdammt nochmal. Ja, die Preise werden leider nur noch steigen, weil die Preisbremse jetzt demnächst hinfällig wird und die ganzen Preise nochmal steigen werden. Auf jeden Fall, weil, was man ihnen, also sie brauchen ja wieder die Preisgarantie, damit sie auch wieder geschützt sind, und das Günstigste, was man ihnen aktuell anbieten kann, damit sie wieder die Preisgarantie haben, da sind sie jetzt schon ein bisschen günstiger, das wäre bei der Küstenenergie. Bei der Küstenenergie würden sie für das Ganze auch gerade mal nur 101 Euro zahlen. Ach, weniger sogar als jetzt? Ich dachte, es wird teurer, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, also ich sag's mal, ab dem 1.1. werden die Preise steigen. Ja, und bei jedem Anbieter sind ja die Preise anders. Und bei der Küstenenergie gewinnen sie dann ab dem 1.1. 101 Euro zahlen. Mit aktuell zum Beispiel für 4.000 kWh würden sie bei der Küstenenergie gerade mal nur 86 Euro zahlen. Also das ist ja auch teurer geworden, aber das ist auch das Günstigste, was man ihnen anbieten könnte. Ach so, ich hab gedacht, sie rufen von Stadtwerken an. Darum denke ich, warum wird's billiger und dann wieder teurer? Nein, ich bin, wie gesagt, kein Anbieter. Ich rufe von der Deutschen Verbraucherberatungszentrale an. Wir arbeiten mit den Anbietern gemeinsam und übermitteln das Ganze. Verbraucherschutz? Ist auch eine geile Richtung. Deutsche Verbraucherberatungszentrale, ja. Energieberatung. Das ist klasse, super. Da freue ich mich, dass Sie anrufen. Das ist ja viel Geld, was man sparen kann. So, und damit ich das jetzt nochmal optimieren kann, brauche ich von Ihnen einmal die Stromzählernummer und die Kundennummer einmal. Bitte, haben Sie gerade zugriff auf die Unterlagen? Da muss ich gucken. Ich habe hier so einen dicken Ordner irgendwo rumstehen. Da habe ich all das Zeug drin, was man so nie braucht. Das ist wie diese eine Schublade, wo man so diese Schrauben und Dübel hat, die von den IKEA-Regalen übrig bleiben. So eine Schublade für alle Sachen, die man nicht braucht. Und da habe ich auch einen Ordner für. Muss nur gerade mal gucken. Nee, das ist das. Arbeit. Nee, ich bin zu Hause. Nee, ich meine, schauen Sie nur nach, ich bin ja noch auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Ach so, Sie sind noch nicht auf der Flucht, ne? Nein. Das ist gut. Mal gucken, ob wir das ändern können. Spaß. So, mal gucken, nee, das ist Kai-Uwe Meier GmbH, das ist Krankenkasse. Oh, ich habe hier so viel Kram drinnen. Ich habe hier auch noch noch die Beschwerde, weil da waren mal Glasscherben beim Spielplatz drinnen. Aber da haben die sich auch nicht drum gekümmert. Aber ich habe den Brief hier noch liegen von Kai Uwe, der hält du. So, das ist. Das findet man auch nie. Ja, das ist wie wenn du Schuhe kaufen gehst, ne? Ich sagte, ich bin nur nicht drei Stunden bin ich durch City gelaufen, wollte ich so ein paar hammergeile schwarze Schuhe haben. 3 Stunden aber Zeit verschwendet, mega geärgert, 3 Frustdöner gefressen. Am nächsten Tag will ich bei einer anderen Stadt nur ein Paket bei Post abholen. Da sehe ich die Schuhe auf 100 Meter. Das ist mega ärgerlich, das ist voll die Verschwendung. Ja, das Problem war nur, vollkommen recht. Die hatten meine Größe nicht da. Und muss ich da wieder hinfahren? Oh nein. Ist so. Aber man kann ja verstehen, weißt du, viele Leute kaufen ja bei Internet und die kleine Laden bei Stadt, der hatte nur noch einmal, zweimal das Große stehen und muss dann neu kaufen, weil der kann nicht mehr 100 Stück nehmen. Ja. Ist Problem. Ja, das hat er zu Recht. Heutzutage macht jeder, also kaufen ja jeder online ein, Online-Bestellung, das Ganze geht ja viel schneller. Aber ich weiß nicht, online ist nicht so meins. Ich gehe lieber auch in die Stadt und gucke mir die ganzen Sachen so an. Ja, ist doch besser. Weißt du, ist Leder, ist Kunstleder, ist genau, Plastik, ist Baumwolle, ist Ziegenwolle, ist Schafwolle. Musst du doch gucken vorher. Und man muss auch gucken, wie das aussieht, muss da alles anprobieren, ob es passt, ob es gut aussieht und. Ich sag dir, da habe ich mir mal so einen richtig geilen TZ und Callcenter-Crusher-Hoodie bei Amazon bestellt, ne? Da hieß es Farbe Bordeaux-Rot, gucke ich mir so an, das Bild, kam dann an, quietsch-pink, denke ich, Alter, wollte ich mich verarschen? Oh, hab ich da hingeschrieben, sagt Leute, ich wollte das gar nicht so haben. Da sagt er, ja, Einstellung von deinem Bildschirm musst du dunkler machen oder heller machen. Weißt du, im Laden nimmst du in die Hand, sagst du, okay, ist pink, nehme ich nicht. Da ist rot, kaufe ich. Genau. Geht aber genau, nicht. Genau. Ja. Das ist voll die Verarsche überall. Wie man das macht, ne? Aber die ganzen Läden gehen ja auch kaputt. Weißt du, gehst du bei Stadt, da ist ein Dönerladen, dann kommt ein Indoor, dann kommt ein Pakistani, dann kommt noch ein Dönerladen, gibt keinen Schuhladen mehr, gibt keine Klamottenladen mehr.
Kein Tattoo-Shop mehr. Es ist nur noch Essen. Wo sollen die Leute denn? Die Leute sind bald, wenn es keine Geschäfte mehr gibt, alle nackt. Dann können die auch nicht mehr essen gehen. Was soll da die 10. Dönerbude, der 17. Grieche? Also nichts gegen Griechen, ja. Bin ja selber einer, ne? Aber das siehst du nicht mehr normal. Ja, da haben sie vollkommen recht. Was klappert dir bei dir da die ganze Zeit? Hast du einen Stressball? Nein. Ich höre immer was klappern. Nein, ich spiele gerade mit meiner Ringe, die ist auf meinem Platz. Meinen Sie das hier? Ja, guck mal, ich habe gute Ohren. Ja, auf jeden Fall. Das könnte dann klingen, ich bin von Beruf Hörgeräteakustiker. Ich höre alles, Alter, selbst durch geschlossene Türen. Ich höre jedes Geräusch. Ich habe sogar schon mal Anfrage von Verfassungsschutz gekriegt, aber ich habe immer gesagt, ACAB, mit euch arbeite ich nicht. Seitdem überwachen die mich. Verstehst du das? Was hast du da für Ringe? Ich mag Schmuck. Nee, ganz normale Ringe als Schmuck, als Accessoire. Nichts Besonderes, silberne Ringe. Ach so, schade. Ich habe gedacht, ist vielleicht was richtig, weil ich sammle so Goldsachen, weißt du, und Kupfersachen. Nee, Gold ist nichts für mich. Warum nicht? Nee, ich mag kein Gold. Magst du nicht oder zu teuer? Nee, ich mag's einfach nicht. Ich mag Silber mehr. Ah, Silber ist aber auch schön, aber musst du richtiges Sterling-Silber nehmen, weißt du, also der Kram aus China, Alter, da ist H2O mit drinnen, weißt du, wusstest du das? Nein. Habe ich bei Reportage gesehen, kaufst du so... Verdammt, sie hat aufgelegt! Nein! Hallo, como estas? Hallo, schönen guten Tag. Herr Bruder, das bin ich, der Peter Kiss von Finanzmarkt. Aha. Hören Sie mich? Ich kann hören, ja. Ja, Sie hatten sich gerade bei uns registriert, ja, und Ihr Konto ist immer noch nicht aktiviert worden beim Finanzmarkt, also bei One Capital Firma. Aha. Und ich wollte mal wissen, was der Grund war, dass Ihr Konto ist bis jetzt immer noch nicht aktiviert, oder? Weiß nicht, gibt es irgendwelche Probleme, dass Sie das nicht getan haben, oder wie ist das eigentlich? Hab ich falsch machen? Bitte? Hab ich falsch machen? Nee, ich wollte mal wissen, was der Grund war, dass Ihr Konto bei uns beim Finanzmarkt immer noch nicht erstellt wurde. Durchfall. Das war ein Durchfall? Ja, ich falsch gemacht, oder? Bei Anmelding? Also Sie haben sich nur registriert, aber beim Account, es ist ein bisschen anders. Also Sie sollten sich für das Konto auch sorgen. Also es gibt ein paar Sachen, dass ich Ihnen noch erzählen muss, damit Sie ganz genau also ein bisschen Erfahrung also haben können, worum es genau geht, ja? Okay, was muss ich machen? Also beim Finanzmarkt, bei Online-Trading oder beim Kryptowährungen und so weiter, man hat bei uns also drei Möglichkeiten. Also wir anbieten erstmal kostenlose Seminaren, kostenlose Finanzberater und kostenlose Kontoberater. Ich bin jetzt für Sie tätig als eine kostenlose Kontoberater. Und bist nicht günstig, du bist kostenlos. Bitte? Du bist nicht günstig, du bist kostenlos, ja? Umsonst? Ich habe Sie leider nicht gehört. Nochmal, bitte? Geld verdienen. Hallo? Ja? Ja, also ich bin momentan für Sie tätig als eine Kontoberater. Aha. Ich bin hier also, um Ihnen weiterzuhelfen, für Sie selbst ein Konto zu erstellen. Sind Sie bereit, sofort zu machen? Also ich werde natürlich also dranbleiben. Also Schritt zu Schritt werde natürlich weiterhelfen, um das Ganze erfolgreich durchzuführen. Wie lange gebrauchen? Also 5 oder 10 Minuten spätestens, also ja. Maximum, mehr nicht. Können wir das jetzt machen? Ja, wir können also machen. Aber sage mir, mein Bruder, wie viel Geld kann man verdient machen mit Trading? Also, es ist jetzt so, ich schätze mal, dass jetzt so, dass man 80% Gewinnpotenziale hat. So viel? 20%. Ja, natürlich. Und 20 bis zum 30 Maximum Prozent Verlust, also Potenziale. Ja, und plus dazu, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit minimal mit 250 anfangen wollen, dazu bekommen Sie von uns als ein Anfänger noch plus 50 Euro als Bonusgeld. Also insgesamt, Sie haben dann 300 Euro
auf ihre Saldo sozusagen. Also 250 von Ihnen und 50 von uns. Also insgesamt macht das 300 Euro. Das ist sehr gute Rechnung machen. Sehr, sehr. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aha. Und Sie können zum Beispiel am Anfang diese 250 Euro einfach auf Ihre Konto lassen und versuchen Sie bitte ein bisschen Erfahrung mit unserer 50 Euro haben, die mir als Bonusgeld für Sie noch vergeben. Ich bekomme das bei einer Anmeldung machen, 50 Euro per Bonus von der Firma, ja? Hallo? Können Sie bitte ein bisschen also lauter sprechen, damit ich Sie gut hören kann? Wenn ich eine Anmeldung mache, die 50 Euro per Bonus von der Firma bekommen? Erstmal, wir müssen Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren. Aha. Ja, dann hast sobald Sie das zum Beispiel mit uns aktiviert haben, sofort bekommen Sie drauf noch plus 50 Euro. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich habe verstanden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Und eine Frage. Welche Zahlungsmethode haben Sie denn? Also Kreditkarte oder Visa-Karte oder Girokonto mit Online-Banking? Nichts Kreditkarte. Wie sieht es bei Ihnen aus jetzt? Wenn wir Tauschhandel machen? Bitte? Tauschhandel machen. Ich habe die beste Ziegenhorn von Nordrhein-Westfalen. Hallo? Hallo? Mutter, ich höre Sie jetzt nicht so gut. Also ja, welche Zahlungsmethode haben Sie jetzt? Beste Ziegenhaar von ganz Kasachstan. Hallo? Nochmal bitte, ich habe Sie leider nicht verstanden. Du musst die Musik ausmachen, dann kannst du mir auch hören. Das ist so laut bei dir da drinnen. Ach so. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, oder? Nee, es ist doch gar nicht schlecht. Eine Frage bitte noch. Haben Sie ein WhatsApp? Ein was? WhatsApp. Nee, nichts benutzen. Der heilige Kuh verbieten. Bitte? Der heilige Kuh verbieten. Was mach ich mit so einem Kratar wie dir denn? Hallo? Ja, ich höre Sie zu. Hast du deinen Leitfaden verloren oder warum bist du jetzt so still? Nee, das Problem ist, dass unsere Kunden heute also viel zu viel gewonnen haben, deswegen, die feiern jetzt. Deswegen, also unsere Kollegen haben heute viel zu viel also gewonnen, deswegen, die feiern jetzt. Ah, die haben viel zu viele Leute heute abgezockt. Wie viele Leute haben sie über den Tisch gezogen heute? Bitte? Hä? Alter, mach die Musik aus, dann verstehst du mich auch, du Knalltüte. Also ich verstehe sie jetzt ganz gut. Oh nein, ey, da ist einer dümmer als der andere in dieser Branche. Das ist nicht zu fassen. Kann keinen Satz gerade sprechen, mit Mühe und Not alleine atmen und Nahrung zu sich nehmen, aber hier einen auf Finanzberater machen. Ich weiß, das sage ich immer wieder, aber es ist einfach so, ja, keine Ahnung, das ist, als ob du... Nein, ich finde gar keinen Vergleich dazu. Als ob ein Palästinenser plötzlich israelischer Innenminister wird. Genauso passt das.